Die Schweine sind nicht nur die, die geschlachtet werden. Dass die Fleischindustrie nicht gerade ein kuscheliger Wohlfühlverein ist, das haben die meisten Menschen mittlerweile verstanden. Von Tierquälerei auf engstem Raum bis zum Kükenschreddern, bis hin zum Skandal um antibiotikaresistente Keime. Die Industrie hangelt sich von einem Skandal zum nächsten. Zur Corona-Zeit wird aber nach dem Bekanntwerden von Masseninfektionen bei ArbeiterInnen in der Fleischindustrie der Fokus auf eine andere ausbeuterische Seite des Business gelegt. Der Umgang mit den Angestellten, insbesondere mit osteuropäischen Saisonarbeitskräften. Wir haben jetzt über die Situation in der Fleischindustrie nochmal erschreckende Nachrichten bekommen. Gerade bei der Unterbringung gibt es erhebliche Mängel, das haben wir jetzt ja alle mitbekommen. Hier nochmal die Zusammenfassung. In diversen deutschen Schlachtbetrieben sind mittlerweile mehr als 600 Angestellte positiv auf Corona getestet worden. In den meisten Fällen handelt es sich hier um rumänische SaisonarbeiterInnen. Und die werden oft unter richtig miesen Bedingungen in Sammelunterkünften oder in privaten Mietshäusern zusammengepfercht. Oft teilen sich drei oder sogar mehr Personen ein kleines Zimmer. Es gibt meistens nur eine Küche für alle Personen. Und das können in so einem Mietshaus schon mal über 15 Leute sein. Und da stellen sich bitte jede und jeder für sich vor. Jeglicher Verlust einer Intimsphäre. Stellen Sie sich alleine, und das sage ich Ihnen jetzt auch mal ganz deutlich, die Geräusche- und Geruchskulisse vor. Stellen Sie sich das einfach vor. Würden Sie das für sich wollen? Ich will das für mich, meine Angehörigen und die Menschen in diesem Land nicht. Und trotzdem ist das Alltag in diesem Land und das seit vielen Jahren. Erst durch Corona wird näher hingeschaut und es offenbaren sich ziemlich widerliche Zustände. Seit Jahren liegen der Politik Berichte über die unhaltbaren Zustände in der Schlachtindustrie vor. Es wird weggesehen und verdrängt. Schlecht bezahlte Akkordarbeit am Fließband, dicht an dicht zwischen toten Tieren, das oft über mehr als 10 Stunden, oft 6 Tage die Woche. Deshalb haben die Grünen im Bundestag eine Aktuelle Stunde zu dem Thema auf die Tagesordnung setzen lassen. Mit der Forderung: Das ausbeuterische Billigfleischsystem, das europäische Mitbürger schamlos ausnutzt, muss sofort beendet werden. Tatsächlich kann man sich bei vielen Punkten in diesem System fragen, ist das mit der Menschenwürde vereinbar und warum wurde da bislang noch nichts gegen getan? Laut Arbeitsminister Hubertus Heil scheitert es zumindest nicht an mangelndem Willen, entsprechende Gesetze zu erlassen. Wir haben aber dann immer zwei Dinge erlebt, nämlich erstens, dass es fast mit Teilen der Branche ein Katz-und-Maus-Spiel war, wenn Regelungen getroffen wurden, dass man sich Umgehungsmöglichkeiten organisiert hat an der einen oder anderen Stelle. Und wir haben auch in parlamentarischen Prozessen, lassen Sie uns da Klartext reden, immer wieder erlebt, dass Interessengruppen versucht haben, klare Regeln, sagen wir mal, zu soften oder zu verwässern. Klartext bedeutet hier, es geht um Lobbyismus. Der Einfluss der Fleischindustrie auf die Bundespolitik ist nämlich riesig. Einige der PolitikerInnen, die im zuständigen Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft sitzen, haben selbst Mastbetriebe oder sind sehr eng mit der Fleisch- und Agrarindustrie verdrahtet. Beispiel CDU-Politiker Johannes Röhring. Der Bundestagsabgeordnete ist nicht nur ein hohes Tier in der Agrarindustrie, sondern betreibt selbst Mastbetriebe. Nachdem die Tierschutzorganisation Animal Rights Watch die Zustände in Betrieben von Röhring und anderen hochrangigen Agrarfunktionären 2016 gefilmt hatte, wurden die Bilder von VeterinärwissenschaftlerInnen ausgewertet. Schockierend, abstoßend und die schlechteste Form der Schweinehaltung, die man sich vorstellen kann, sind nur einige Formulierungen, die dabei gefallen sind. Es gibt viel zu viele schwarze Schafe. Und deshalb ist die erste Verantwortung, aus der wir als Staat auch die Unternehmen nicht entlassen dürfen, die unternehmerische Verantwortung für alle Beschäftigten. Und ich sage an dieser Stelle, es gibt bestehende Arbeitsschutzregeln. Die sind verbindlich, die sind einzuhalten. Aber die schärfsten Regeln nützen nichts, wenn sie nicht auch kontrolliert werden. Das ist die Erfahrung, die wir erleben. Apropos Kontrollen. Wie oft finden die denn so statt? Alle paar Monate? Jedes Jahr. Arbeitsschutzkontrollen in Betrieben finden durchschnittlich nur noch alle 25 Jahre statt. Das ist ein Freibrief für schwarze Schafe. Wie bitte? Alle 25 Jahre? Das klingt unglaublich, aber das sind die offiziellen Zahlen der Bundesregierung. Die hatte sie nach einer Anfrage der Linken öffentlich gemacht. In manchen Bundesländern liege der Abstand zwischen zwei Kontrollen beim gleichen Betrieb sogar bei weit über 40 Jahren. Kein Wunder. Aus derselben Anfrage geht hervor, dass die Kontrollen von 2008 bis 2018 um knapp 50% heruntergefahren wurden. Dabei werden die Arbeitsbedingungen in der Branche immer prekärer.
Das Problem, diverse Subunternehmer holen SaisonarbeiterInnen aus osteuropäischen Ländern. Die Schlachtbetriebe schieben dann die Schuld von sich weg und keiner blickt mehr durch. Wenn festangestellte Mitarbeiter nur noch in Randbereichen der geschäftlichen Aktivität zu finden sind, ist etwas faul. Arbeit in Schlachthöfen darf es nur noch im Rahmen einer Festanstellung geben. Das System der osteuropäischen Arbeitskräfte, die über Werksverträge angestellt sind, stinkt zum Himmel und muss beendet werden. Für diesen Vorschlag gab es fast aus allen Fraktionen BefürworterInnen und dabei gab es ungewohnte Sympathien. Dass ein Unionsabgeordneter Beifall von der Linken bekommt, das erlebt man fast so selten wie Kontrollen in Fleischbetrieben. Die AfD hat sich ebenfalls zu dem Thema geäußert und grenzt sich mit einer Meinung krass von den anderen Parteien ab. Für diese meist osteuropäischen Arbeitskräfte rechnet sich ein ausbeuterisches Arbeitsverhältnis leider häufig. Nicht nur, weil sie Miete sparen, indem sie sich in Sammelunterkünften einfärchen lassen, sondern auch, weil sie in Deutschland Anspruch auf Kindergeld haben und aufstockende Leistungen Hartz IV. In der Summe ergibt es ein Einkommen, das weit über dem liegt, das die Menschen in ihrem Heimatland zur Verfügung hätten. Von der FDP haben wir noch nichts gehört. Sie will in erster Linie die bestehenden Gesetze konsequenter durchsetzen lassen und jetzt nicht den Fokus auf neue Gesetze legen. Da würde dann nämlich jede Partei eine andere Lösung präferieren. Für die einen ist allein der Werkvertragsunternehmer schuld, also weg mit Werkverträgen. Für die anderen sind die Löhne zu niedrig, also hoch mit dem Mindestlohn. Für die nächsten ist die mangelnde Kontrolle schuld, also her mit 5.000 neuen Stellen beim Zoll. Für wen die Ausländer schuld sein werden, muss ich, glaube ich, niemandem verraten. Unterm Strich herrschte in der Debatte allerdings viel Einigkeit. Die Arbeitsbedingungen und die prekären Anstellungsverhältnisse haben jedenfalls Mitglieder aller Fraktionen kritisiert und mehr oder weniger deutlich auch Änderungen gefordert. Auch Arbeitsminister Hubertus Heil hat deutlich zu geschlossenem Handeln aufgerufen. Ich bitte Sie parteiübergreifend als Arbeitsminister um Unterstützung, weil ich mir lebhaft vorstellen kann, was jetzt passiert. Alle rufen, die waren's, die waren's, die waren's. Alle sagen, da müssen wir was tun. Dann kommen Vorschläge, dann kommen Interessengruppen. Und dann würde der Kampf gegen die Fleischlobby wieder von vorne losgehen. Bleibt zu hoffen, dass bei solchen Zuständen vielleicht der ein oder andere auch selber sein Verhalten umstellt. Als persönliche Konsequenz, meine Damen und Herren, werde ich jedenfalls heute einmal etwas ausprobieren. Man sagt nämlich, vegetarisches Metz sei gar nicht so schlecht. Wie ist es bei euch? Könnt ihr euer Schnitzel noch genießen, wenn ihr von solchen Zuständen hört? Spielen solche Infos eine Rolle bei eurem Kaufverhalten und sollten wir eh besser alle vegetarisch leben? Wir sind gespannt auf eure Meinung. Genießt natürlich nur die besten Arbeitsbedingungen. Unser Abo-Button, schnell draufklicken. Und hier haben wir uns mit der Frage beschäftigt, ob die Corona-Maßnahmen unsere Grundrechte aushebeln. Und hier findet ihr die Y-Kollektiv-Reportage Massentierhaltung schmeckt.